Hi ihr Wundervollen, heute geht es um Sheet Mask, also Tuchmasken. Die sind ja wirklich in aller Munde, es ist ein Riesenhype und ich habe mich durch drei durchgetestet und sage euch heute, wie sie abgeschnitten haben. Masken sind für mich das Tool, um meine Hautpflege wirklich zu vervollständigen. Und wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass mir Hautpflege super, super wichtig ist. Denn ich mag einfach nicht gern Foundation auf meiner Haut haben. Ich habe jetzt auch hier gar keine mit auf Weltreise, weil ich es einfach überhaupt nicht leiden kann, wenn irgendwas auf meiner Haut ist und erst recht nicht bei der Hitze. Umso wichtiger ist es mir natürlich, dass ich meine Haut so pflege, dass sie einfach gut aussieht, sich gut anfühlt und ich mich wohlfühle. Und da sind Masken wirklich ein ultimatives Tool, wie ich finde. Und jetzt auf Reisen ist es halt viel praktischer, eine Tuchmaske zu verwenden, als irgendwie so eine ganze Tube dabei zu haben. Und deswegen habe ich mich durch drei Masken getestet und sage euch jetzt der Reihe nach, wie ich sie finde. Ich packe euch alle Links in die Infobox, damit ihr zu den Masken hinkommt. Und ich würde sagen, wir starten mal. Die erste Maske, die ich mir hier gekauft habe, ist die hier von Botanics. Da steht drauf Pore Refining. Ich habe sie mir aber eher gekauft, weil ich mir die Inhaltsstoffe angeschaut habe und irgendwie für mich auf den ersten Blick nichts gesehen habe, was super reizend ist und kein Alkohol vor allem drin ist, was mir wichtig ist. Bei der Maske war das so, die ist angeblich mit Rosmarin, also hat man jetzt aber nicht gerochen. Ich muss sagen, die war total duftneutral, was ich super gerne mag. Gerade wenn man empfindlich ist mit Düften, finde ich sowas viel besser, wenn die einfach unparfümiert sind. Die war von Tuch her eher dünn, super intensiv getränkt. Also schon fast so, dass man sagen könnte, es tropft so ein bisschen. Man muss sich eher so ein bisschen hinlegen, um die Maske drauf zu haben. Was ich aber nicht schlimm finde, weil ich will mich eh entspannen, wenn ich eine Maske drauf habe für 10 Minuten, Viertelstunde. Also sehr, sehr tief getränkt. Danach ist die Haut auch super nass und es muss so ein bisschen einziehen. Und bei der Maske hatte ich einfach so einen schönen, frischen Effekt danach. Ich finde, man sah danach sehr frisch aus, sehr glowy. Es war jetzt aber auch nicht der ultimative Wow-Effekt, aber man hat deutlich einen Effekt gemerkt, was ich immer schön finde. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man eine Maske drauf macht und hinterher denkt so, okay, und jetzt, wann kommt der Effekt? Und hier habe ich definitiv einen Effekt gesehen, aber er war, würde ich sagen, auf einer Skala von 1 bis 5, wenn 5 Wow ist, war es so 2 bis 3. Dann eine Maske, die ich mir aus Deutschland mitgebracht habe, weil ich sie in Deutschland schon sehr, sehr mochte. Und zwar von Judith Williams, diese Liftening-Tuchmaske. Die gibt es neu im DM, da ist sie allerdings oft ausverkauft. Ich versuche euch auch einen Link reinzupacken, wo ihr die bestellen könnt. Und das ist eine Maske, die ist nicht so intensiv getränkt wie jetzt die, die ich euch gerade gezeigt habe. Aber trotzdem, die ist schon nass, also die ist jetzt nicht trocken oder so, die ist schon schön nass. Aber die tropft jetzt nicht. Die hat auch eher ein dünnes Tuch, passt sich gut dem Gesicht an, finde ich. Und riecht auch, ja, ein bisschen parfümiert riecht die. Aber nicht unangenehm, ich finde, es hält sich in Grenzen. Die Inhaltsstoffe schauen auch sehr, sehr gut aus bei der Maske. Deswegen habe ich die auch mitgenommen. Die hat wirklich tolle Inhaltsstoffe. Also Nikotinamid auch ganz, ganz weit vorne und so weiter. Auch kein Alkohol drin. Das mochte ich an der. Und den Effekt mag ich auch sehr. Die hat jetzt, finde ich, nicht den ultimativ durchfeuchtenden Effekt. Aber die hat so einen Effekt, dass die kleinen Fältchen wirklich aufgepolstert sind. Also das war die erste Maske, die ich jemals drauf hatte, wo Matthias hinterher gesagt hat, was hast du gemacht mit deinem Gesicht? Sieht irgendwie gut aus. Und das war auf jeden Fall die Maske, die macht einfach glatt. Also wenn ihr wirklich sagt, ihr habt irgendwas vor, ihr wollt kleine Fältchen aufpolstern, dann ist die Maske top. Und jetzt kommen wir zu meinem Favoriten. Den habe ich hier gekauft und zwar ist die von Dr. Morita. Auch hier versuche ich wieder einen Link für euch zu finden und in die Infobox zu packen. Und zwar ist das die Hyaluronic Acid Essence Mask. Long Lasting Moisturization. Oh mein Gott, das stimmt total, was hier drauf steht. Diese Maske ist super intensiv getränkt, also die tropft wirklich, man muss sich echt hinlegen, es läuft runter. Das Tuch finde ich auch das unangenehmste von allen dreien, weil das eher fest ist und sich nicht ganz so gut anpasst, aber danach, wow, also das ist eine Maske, die durchfeuchtet in alle Tiefen. Und danach, wenn man die Maske abnimmt, dann hat man wirklich ein nasses Gesicht. Ich habe das aber einziehen lassen, habe danach eine Creme drüber gegeben, um das Ganze einzuschließen, nochmal die Feuchtigkeit. Und meine Haut hatte den Glow des Jahrhunderts. Also das sah unglaublich gut aus. Man bräuchte gar keinen Highlighter, weil die Haut so von innen heraus gestrahlt hat. Die war durchfeuchtet, es sah nirgends mehr trocken aus. Es sah nirgends irgendwie
fahl aus. Also das ist wirklich so die Maske, wo ich sage, die hat den größten Effekt. Die ist die unangenehmste zum Auftragen, aber die hat den größten Effekt und ich kann die euch total ans Herz legen. Und ich muss sagen, mein Test von den drei Masken zumindest ist unglaublich gut ausgefallen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob es Masken gibt, die ich unbedingt testen soll. Also klar, bei Lea kann ich jetzt hier nicht testen. Ich habe aber Masken gesehen von Dr. Jahr zum Beispiel, die mich sehr interessieren würden. Ansonsten gibt es natürlich so Marken wie Clinique und so weiter, diese bisschen High-End-Marken. Aber ich muss sagen, ich gebe lieber 1 Euro, 2, 3 mehr aus für so eine Tuchmaske und die hat wirklich einen ultimativen Effekt. Ich trage diese Masken halt gerne auf und das empfehle ich euch auch, wenn ihr was vorhabt, denn natürlich ist der Effekt am nächsten Tag nicht mehr so stark da. Ich finde, das sind so Masken, die haben so einen Soforteffekt, zumindest bei mir jetzt gehabt. Und deswegen finde ich sie halt ideal, wenn man was Besonderes vorhat, weggehen will oder so, dass man sie da davor aufträgt. Und dann bin ich auch bereit dafür, ein bisschen mehr auszugeben und ich sehe halt was und es ist nicht nur dieser Wohlfühlfaktor, sondern es ist auch ein sichtbarer Faktor da, sozusagen ein sichtbares Ergebnis. Ja, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare eure Empfehlungen. Gebt mir gerne Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir auch, ob ihr auch so große Fans seid von Tuchmasken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eure Patti.